The streets will never forget Ladislav Meier. Der Tscheche wechselte 1998 mit 32 Jahren zu Rapid und eroberte Hütteldorf im Sturm bzw. gegen den GRK. Gleich in seinem Debüt parierte der Goalie nämlich zwei Elfer gegen die Rotjacken und rettete Rapid einen Punkt in Graz. Der Rest ist Geschichte. Meier avancierte zum Publikumsliebling in Grün-Weiß und holte 2005 als Backup einen Meistertitel. Und daher stelle ich mir die Frage, auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär der war eigentlich Ladi Meier? Patrick, von mir gibt es eine 77. Von mir kriegt der böhmische Panther eine 79. Und von mir 82. Eure Bewertung in die Kommentare. Und jetzt gehen wir es an. Ansa-Konferenz Episode 7. Ich bin zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz geht es natürlich zu der Sache. Ansa-Konferenz Episode 7. Die Länderspielpause ist Vergangenheit. Die Bundesliga, die Gegenwart. Und in naher Zukunft sehe ich bereits wieder die nächste Red Bull Salzburg Meisterfeier. Ist die Entscheidung an diesem Wochenende bereits gefallen, Harald und Patrick? Nein, noch nicht. Es gibt ja schon noch ein paar Runden zum Absolvieren und ich denke, dass Sturm schon noch eine Chance hat, vor allem, weil sie ja noch einmal auch gegen Salzburg antreten müssen. Ja, also vier Punkte ist nicht viel, also da ist schon in der Theorie zumindest alles noch möglich, aber wenn wir uns die Historie anschauen, sehe ich es nicht, dass sich Salzburg die Butter da noch vom Brot nehmen lässt. Ja, es ist ja eher auch die Art und Weise, wie Salzburg gegen Sturm gespielt hat. Das war, finde ich, wieder eher ein Klassenunterschied. Klar, die Schlagzeilen haben jetzt eher so die ganze Rot-Geschichte war immer in den Schlagzeilen und weniger eigentlich das Spiel an sich. Ich finde, dass Salzburg klar dominiert hat und Sturm in den letzten zwei Spielen eigentlich keine Chance hatte gegen Salzburg. Hm. Ja, ich finde, Sturm ist eigentlich gut in die Partie reinkommen. Also die ersten 12 Minuten, eigentlich so bis zu dieser Unterbrechung auf dem Grube aufeinander, war Sturm ganz gut drinnen. Aber letztendlich hat sich da schon die bessere Mannschaft durchgesetzt. Ich glaube, da gibt es nicht viele Diskussionen, ob der Sieg verdient oder unverdient war. Sehe ich auch so. Schließe ich mich an. Aber natürlich die Rudelbildung am Ende, dass die Schlagzeilen dominieren wird, das hat mich dann auch nicht überrascht, weil war ja dann schon Vogelwild. Ja, bitte. Du wolltest noch was sagen? Nein, ich wollte noch was anderes statt der Rudelbildung sagen, aber wir können gerne die Rudelbildung vorziehen. Na schau, ich finde eigentlich eher, dass der Sturm das zu sehr auch dann ausgeschlachtet hat, die Rudelbildung. Ich verstehe schon, dass da die Emotionen natürlich gerade nach der Partie hochkochen, aber dass man da komplett irgendwie den Fokus wegschiebt von der eigentlichen sportlichen Leistung, die in dieser Partie meiner Meinung nach einfach nicht meisterwürdig war aus Sturmsicht. Sprich, du kannst da nicht mehr, es gibt eben dann doch wieder diesen Qualitätsunterschied und das hat mir ein bisschen gestört, dass der Fokus zu sehr auf dieser Schlussaktion eigentlich drauf war. Das wundert dich jetzt? Ich finde es schade. Ich würde das schon auch. Ich meine, ist mir schon klar, dass man dann andere Themen sucht, aber es war mir dann zu viel auf dieser Rudelbildung. Ja, sicher, aber ich glaube, wenn ich von Sturm Graz ein Spieler wäre, würde ich mich auch auf diese Situation lange drauf herumraten, auf jeden Fall. Ja. Weil es mich einfach, glaube ich, ziemlich fuchsen wird. Und dann verlierst du halt eben auch noch zwei sehr wichtige Spieler, die jetzt im Cup halt eben auch gegen Salzburg gesperrt sein werden. Die rote Fernandes-Schicker wird jetzt, glaube ich, immer ein bisschen wurscht sein, wird er nicht spielen. Aber ich verstehe den Zorn schon, weil dir jetzt eben diese Schlüsselspieler fehlen im wichtigen Cup-Halbfinale in Salzburg. Also das darf halt nicht passieren. Na, absolut. Also, es darf halt nicht passieren, dich so provozieren zu lassen, dass du da zwei rote kriegst. Ne? Vor allem, wer weiß, wenn das jetzt wirklich meisterschaftsentscheidend ist und dann jetzt im Cup auch noch diese zwei wichtigen Spieler fehlen, ja, und du das vielleicht dann auch noch verlierst, dann ist der Drops innerhalb von wenigen Tagen schon schneller mal gelutscht. Mhm. Ja, vor allem Lavallee und Goran Stankovic, das sind jetzt auch keine 20-jährigen Burschen. Mhm. Also auch in der Hitze des Gefechts und bei allem Frust darüber, wie die Partie dann letztendlich verlaufen ist, sollte man sich da im Griff haben. Sollte eigentlich nicht passieren. Du wolltest noch was anderes ansprechen bei Salzburg-Sturm. Ja, Fernando. Mhm.
eben ein, zweimal, als da hat es diese eine Szene gegeben in der ersten Hälfte, als der da auf der linken Seite aufgezogen ist. Der nimmt das war die Reinkarnation von Thierry Henry. Mit einem schlechten Abschluss. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, wenn der 20% seiner Chancen reinhaut, dann gibt es nicht die Frage, wer Torschützenkönig in dieser Saison wird. Der vernebelt einfach so viele Chancen und ist trotzdem einfach so extrem gut. Also mit dem Speed, mit dem Dribbling gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Eine Zahl noch. Red Bull Salzburg in der Meistergruppe. Mhm. 52 Spiele. 40 Siege, 9 Unentschieden, nur 3 Niederlagen. Also, ja, da. Was sie wissen, soll da was darauf ankommt, ja. Also, sie sind halt da. Ja. Ja. Die 3 Niederlagen übrigens zweimal Christian Ilzer. Einmal als WRC-Trainer, einmal als Sturmtrainer und einmal Thomas Silberberger als WSG Tirol-Trainer. Nicht schlecht. Aber das ist interessante Statistik auf jeden Fall, ja. Das ist eine brutale Marke. Also da sieht man eben, dass irgendwie Salzburg vor allem nach dem Jahreswechsel dann gefühlt schon noch eine Schippe drauflegen kann, dann wenn es wirklich um was geht, dass sie da sind und da fehlt dann vielleicht Sturm und den anderen Bundesligisten so ein bisschen auch der Atem, wenn die Saison etwas länger wird. Aber bleiben wir gleich beim Thema, denn ich übernehme mit meiner Headline zu diesem Thema. Bulgarische Verhältnisse in der Bundesliga. Red Bull Salzburg ist auf dem Weg Richtung 11. Meistertitel im Folge und das, obwohl in Europa langsam aber sicher die Serienmeister aussterben. Hallo FC Bayern. Einzig der bulgarische Verein Ludogorets Razgrad kann eine noch längere Serie vorweisen und macht den Titelkampf wie die Roten Bullen zu einem Relikt der Vergangenheit. Und daher die Frage an euch beide, aber auch an euch da draußen. Ist der FC Red Bull Salzburg Fluch oder Segen für den österreichischen Fußball? Es ist definitiv ein Fluch für den Titelkampf. Ja, also international ein Segen, würde ich mal behaupten, weil sie halt eben schon für die 5-Jahres-Wertung eben viel getan haben, eben dass dann mehr Startplätze auch zur Verfügung sind. Da sind ja wirklich viele Punkte auf ihr Konto gegangen. Auf nationaler Ebene ein Fluch. Muss man schon noch sagen. Ich meine, fürs Nationalteam dann auch wieder gut, weil sie ja eben auch Superspieler rausbringen, da ja eigentlich wieder ein Segen, aber rein national für die Liga, für die Spannung auch, was den ÖFB Cup betrifft, ein bisschen ein Fluch. Glaubt ihr wirklich? Wie siehst du das? Wie meinst du jetzt? Was sehe ich? Dass es ein Fluch ist für die nationale Meisterschaft. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt, ich meine, Entschuldigung, die sind 10-mal Meister geworden, sind jetzt auf dem Weg zum 11. Meistertitel. Wir haben die Geschichte in Deutschland gehabt mit den Bayern, die 10-11-mal beziehungsweise seit 2013 durchgehend Meister geworden sind. Da wird es jetzt endlich einen neuen Meister mal wieder geben mit Bayer Leverkusen, 13 Punkte Vorsprung. In den anderen Ländern, Liga oder Spanien gibt es immer einen Wechsel. Ich kann mich noch gut erinnern, als Uli Hoeneß auch die spanische La Liga so kritisiert hat, dass man keine spanischen Verhältnisse haben möchte. Ich meine, die deutschen Verhältnisse waren in den Jahren danach viel langweiliger und ganz ehrlich, wir sind auf der gleichen Ebene. Denn einen Titelkampf kennen wir nur mehr vom Hörensagen eigentlich. Aber wer sagte, dass es keinen anderen Serienmeister gegeben hätte, wenn es nicht Red Bull Salzburg wäre? Weil es irgendwer dann einfach zum ersten Mal in die Champions League geschafft hätte und einfach finanziell so davon gezogen wäre, dass wir dieselben Verhältnisse hätten, nur halt nicht mit Red Bull Salzburg. Also aus meiner Sicht überwiegt das Positive, was Red Bull Salzburg für den österreichischen Fußball getan hat. Also ich meine, einerseits die Nachwuchsarbeit kann man jetzt natürlich auch darüber diskutieren, wie viele Österreicher kommen raus, wie viele nicht. Tatsache ist, dass mehr als die Hälfte der Startelf jetzt zum Beispiel beim Türkei-Länderspiel Red Bull Vergangenheit hatte oder hat. Es macht insgesamt auch der Output aus der Akademie, macht die Liga insgesamt sportlich stärker, weil es profitieren ja andere Vereine dann durchaus auch von Red Bull-Spielern, die es vielleicht eben bei Red Bull Salzburg nicht schaffen. Die Zuschauerzahlen haben sich in letzter Zeit, ob jetzt Serienmeister oder nicht, jetzt auch nicht unbedingt negativ entwickelt. Man kann auch darüber diskutieren, wie weit der SK Rapid in den letzten 2 Jahrzehnten davon profitiert hat, weil de facto erst durch diese klare Abgrenzung, die Rudi Edlinger damals quasi gegen den Kommerzfußball getroffen hat mit Rapid, da erst dann die Zuschauerzahlen tatsächlich nach oben gegangen sind und Rapid insgesamt als
dieses Konstrukt aus Verein und Fans eigentlich erst das geworden ist, was es heute ist. Also ich glaube, sie werden es jetzt wahrscheinlich nicht abnicken, die Aussage, aber ich glaube, dass ihnen der Salzburg-Show auch geholfen hat. In gewisser Art und Weise. Also Red Bull vielleicht Salzburg nicht, hat die Fanszene von Rapid gefördert. Ja, interessanter Take auf jeden Fall. Na, ich verstehe schon, dass es natürlich auch eine gewisse Reibung braucht. Du hast eben dieses eigentlich diesen Klassenkampf in der österreichischen Bundesliga da, die Reichen aus Salzburg und dann im Grunde so der Rest. Ich glaube schon, wie du jetzt gesagt hast, wenn sich ein anderer Verein für die Champions League qualifiziert hätte, dass dann natürlich auch eine Chancenungleichheit daraus sich ergeben hätte können, aber... Schau da an, aus der 13-14 Champions League spielt, ja, finanziell für immer enteilt. Ja, also von dem her, ja, karikatiert jetzt. Ja, wurscht. Nein, ich glaube einfach, der Unterschied, dieser finanzielle Gap zwischen Salzburg und dem Rest ist einfach zu groß und ich sehe einfach auf Jahre keinen wirklich spannenden Titelkampf. Es wird vielleicht immer wieder mal solche Ausreißer geben, wo Sturm, wo Rapid vielleicht auch in Zukunft auch mal einsteigen könnte, um Salzburg so ein bisschen zu fordern. Aber ansonsten wird es, glaube ich, eher so auf diesem Niveau Deutsche Bundesliga bleiben, wo einfach der FC Bayern das letzte Jahrzehnt geprägt hat. Und ja, dann gibt es eben diese eine Saison bei Leverkusen, aber bei Leverkusen wird nicht in die kommende Saison als Favorit reingehen, sondern wieder als Bayern-Jäger, auch wenn sie heuer Meister werden. Aber jetzt ganz ehrlich, wie viele europäische Ligen, wo die Top-Mannschaften auch international vernünftig reüssieren, gibt es, wo es jetzt im Jahresrhythmus andere Meister gibt oder wo es jetzt 7, 8 oder was jetzt in den letzten 10 Jahren, keine Ahnung, 4, 5 verschiedene Meister gegeben hat? Italien, Serie A, jedenfalls seitdem Juventus nicht mehr dauernd Milan gewonnen Inter, hat. Ich meine, da hast du ja dann Milan gehabt, Inter jetzt eben dann gehabt, Napoli gehabt, jetzt wird es höchstwahrscheinlich wieder ein Inter, aber da hat sich jetzt dann schon ein bisschen was getan. Premier League jetzt eben auch wieder sehr spannend, bevor es eben auch Jahre davor nur City war. Aber zumindest, schau, du brauchst einfach zumindest einen Zweikampf. Das ist die Problematik. Ja, wir haben ja einen Zweikampf. Ja. Sturm ist 4 Punkte hinter Salzburg. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Salzburg komplett wegmarschiert wäre. Ja. Am Ende werden sie es machen, okay, aber das heißt ja nicht, dass es nicht einen Zweikampf geben kann. Es gab ja öfter auch einen Zweikampf, aber Salzburg, die Statistik vom Harald sagt, in der Meistergruppe sind sie dann einfach da. Das ist halt eben der Unterschied. Ich finde jetzt nicht, und natürlich, da spielt die Ligareform schon auch rein, ja, aber ich finde jetzt nicht, dass jetzt die Meisterschaft komplett fad ist letzten Jahren. Nein, aber da war natürlich auch der Kampf um den Strich sehr entscheidend, weil wenn es den nicht gegeben hätte, dann würde schon was fehlen mittlerweile in der Bundesliga. Und wenn Salzburg dann 4, 5 Runden vor Ende wieder Meister wird, naja, das ist einfach nicht spannend, das tut mir leid. Das ist, aber ich würde jetzt nicht den Kampf um den Strich mit dem Titelkampf vermischen, weil selbst wenn jetzt sich Salzburg und Sturm die letzten Jahre abgewechselt hätten, was die Meistertitel angegangen wäre oder Salzburg und wer auch immer, hat das ja nichts damit zu tun, wer jetzt darum kämpft, Sechster oder Siebter zu sein. Ne? Ja, aber schon, aber die letzten Wochen haben wir die ganze Zeit um diesen Kampf, um den Strich ja diskutiert. Ja, vielleicht haben wir uns zu wenig den Meisterkampf gewidmet. Vielleicht, Wir haben ja einen Titelkampf, der spannend ist. Wart noch 2 Wochen, dann weißt du es, glaube ich, wieder. Das ist ja okay. Dann haben wir gerade mal April. Das haben wir noch nicht spannend ist der Titelkampf in Deutschland auch gerade nicht, ne? Ja, aber da freuen wir uns einfach, dass er jetzt nicht spannend ist, ganz ehrlich. Ja, da sind wir echt froh, dass es nicht spannend ist, würde ich mal sagen. Ich habe den Vergleich zu Bulgarien gezogen, das würde ich gerne noch erwähnen. Ludogorets Razgrad, seit 2012 Serienmeister. Das Skurrile an Ludogorets Razgrad ist allerdings, dass es diesen Verein einerseits erst seit 2001 gibt und seit 2010, 2011 pumpt da ein Oligarch so viel Kohle rein, dass die im Jahr 2011 aufgestiegen sind und seitdem sie in der ersten Liga sind, nur Meister geworden sind. Die haben in der höchsten Liga keine schlechtere Position als Platz 1 bisher hingelegt. Ludogorets Razgrad auch jetzt wieder auf Platz 1. Fluch oder Segen für den bulgarischen Fußball? Fluch.
definitiv Fluch für den Titelkampf, für die Spannung der Liga. Und da lasse ich jetzt einmal alles weg, die Entwicklung der Nationalspieler oder die UEFA 5-Jahres-Wertung. Da geht es wirklich für mich um die Attraktivität, um den Titelkampf, um die Spannung. Der fehlt mir einfach, wenn ich zurückdenke an, was weiß ich, Mitte der 90er, wo wir eine Titelentscheidung gehabt haben zwischen Rapid und Sturm in der letzten Runde. Ja, und wirklich dann, aber das ist direkt die 90er insgesamt fußballerisch für Österreich. Weltmeisterschaft 1998, wir waren dabei. Und dann waren wir das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft. Sag's mal. Na, sag's mal. 98. Ja, 98. Ja, weil wie gesagt, jetzt der Fluch oder Segen rein auf den Titelkampf zu fokussieren. Der Cup-Sieger-Finale war Rapid da, also von dem hat es europäisch nicht so schlecht. Wir haben uns halt, außer wir haben halt Salzburg dann, wir haben halt dann die ganzen Nullerjahre gebraucht, um uns zu erholen davon. Ne? Ja. Von den glorreichen 90ern. Ist so schlecht, aber jetzt wirklich in der Retrospektive waren die 90er jetzt gar nicht so schlecht. Was ich sagen will, ist das ein bisschen zu eng gefasster Fokus, jetzt das Engagement von Red Bull oder bei Red Bull Salzburg einfach nur auf den Titelkampf zu beschränken. Da spielt halt schon ein bisschen mehr mit dem Fußball auch. Alles gut. Schließen wir das Kapitel ab. Sehr gerne. Machen wir weiter mit dem Patrick und seinem Take. Ein Comeback nach Maß. Marco Grün meldet sich eindrucksvoll zurück. Zwei Spiele musste der grün-weiße Offensivmotor zusehen. In Hartberg spielte er prompt wieder die erste Geige und zwar so, als ob er nie gefehlt hätte. Die Saisontore 9, 10 und 11 schießen ihn selbst an die Spitze der Torschützenliste und Rapid wieder näher an die Top 3. Man darf gespannt sein, wie Rapid seinen Abgang im Sommer künftig dann kompensieren wird. Aber wie stark war das erste Tor rausgespielt gegen Hartberg? Wunderschön, ja. Richtig feine Kombination. Hätten wir eine Hüttengaudi der Bundesliga, dann wäre das auf jeden Fall dabei gewesen, ja. Fix sogar. Aber spannend auch eben, dass er als Stürmer fungiert hat. Ja. Also das fand ich an der Aufstellung sehr interessant. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das schon einmal der Fall war, dass er als Sturmspitze gespielt hat. Hat eben den Guido Burgstaller ersetzt, der jetzt eben noch gesperrt war für diese Runde. Nächste Runde darf er, also im Cup darf er jetzt schon wieder mitwirken gegen Leoben. Aber hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und es hat so gewirkt, als ob er eigentlich jetzt wirklich nie gefehlt hat. Das waren ja dann doch insgesamt jetzt 4 Wochen seit dem letzten Spiel im Wiener Derby. Ja, weil sein Ersatzmann sich auch reingespielt hat irgendwie, oder? Die Chance genutzt hat. Ich glaube auch, dass wenn sich jetzt Jansson nicht so stark entwickelt hätte in den letzten Wochen, dann wäre schon Majulu auch gesetzt gewesen als Stürmer. So, schon ein kleiner Nackenschlag für Majulu. Ja, fix. Ja. Also jetzt, wo er gemerkt hat, okay, der Burgstaller ist für ein paar Spiele raus, hat er sicher die große Chance gewittert. Und dann hat er nicht spielen dürfen von Anfang an. Genutzt hat er sie halt nicht. Ja. Das ist es. Ich meine, ich finde, Marco Krühl hat er bei der SV Ried des Öfteren auch als Stürmer gespielt, hat mir damals nicht so gefallen, finde ich. Gut, er hat jetzt eine Top-Partie erwischt gegen Hartberg mit den 3 Toren, aber ich bleibe dabei, er ist für mich trotzdem ein Flügelstürmer. Da kann er seine Stärken noch besser ausspielen, diesen Speed, dieses ins Dribbling reingehen ins Zentrum oder die Linie weiter marschieren. Das ist schon die Stärke von Marco Krühl. Und ich glaube auch, wenn eben Jansson jetzt nicht so stark performt hätte in den letzten Wochen, dann hätte er schon links gespielt. Ja, spannend wird es, was jetzt passiert, ne? Wenn guter Burgstaller zurückkehrt. Ja, jetzt hat Robert Klaus auf jeden Fall die Qual der Wahl, ja, wenn er einsetzt. Und deswegen, ich beantworte meine Frage dann eigentlich selber auch jetzt, wie Rapid seinen Abgang kompensieren wird. Ich meine, sie haben den Jansson die niedrige Kaufoption, die werden sie ja bestimmt ziehen im Sommer, sprich der wird bleiben. Und mit Sadie haben sie ja auch einen jungen, vielversprechenden Spieler jetzt da langfristig binden können. Also sprich, für Ersatz ist ja auch eigentlich schon gesorgt. Aber trotzdem bin ich gespannt, wie das dann alles funktioniert, wenn Grühl nicht mehr da ist, weil er ist ja im Frühjahr vor allem schon die treibende Kraft im Angriff. Ja, andererseits kann sich noch wer an Nicolas Kühn erinnern. Ja, aber ich finde... 2 Tore, 2 Assists. Kühn ist mir zu sehr gehypt worden. Also der hat seine Dribblings gehabt, aber das war spektakulär, ohne wirklich Effizienz. Wirkung hat es keine gehabt. Aber... Also alles, was so Expected Assists angegangen ist und so weiter, war der im Herbst halt schon richtig, richtig stark. Ja, aber halt nur Expected and not Reality. Ja, da scheitert es halt dann teilweise an denen, die abschließen, ja, und nicht an dem, aber der trotzdem, vorlegt. Also ich finde, der Jansson hat den Kühn jetzt schon auch auf jeden Fall vergessen gemacht. Ja. Mhm. Bei denen geht da momentan auch sehr viel auf. Beim Kühn ist auch viel aufgegangen, aber halt wenig in einem Torerfolg.
gemündet dann einfach. Ja. Also deswegen fällt das, glaube ich, nicht so ins Gewicht, dass der Kühn nicht da ist. Es wird eigentlich ganz gut aufgefangen. Ich finde jetzt Rapid auch erstmals wieder seit dem Wiener Derby wirklich auch gut abgeliefert. Das erinnert wieder so ein bisschen an diesen positiven Lauf, den man davor gehabt hat. Endlich auch mal gegen einen Top-6-Verein jetzt gewonnen in dieser Saison. Erstmals, muss man sagen. Und die Frage, die ich natürlich auch unserem ÖFB-Experten stelle, kann Ralf Rangnick überhaupt auf Marco Krühl bei der Euro verzichten? Ich glaube eher, dass Marco Krühl dabei sein wird bei der Euro. Mhm. Wir haben es ja letzte Woche mal textlich behandelt, ja, wie ein Rangnick-Kader ausschauen könnte für die Europameisterschaft, wer so die Fixstarter sind und wer so Wackelkandidaten sind. Also Fixstarter ist Marco Krühl natürlich nicht. Aber ich würde ihm sehr, sehr große Chancen sehe, dass er sehr große Chancen hat. Es wird sich ja, glaube ich, in der kommenden Woche auch dann noch entscheiden, ob die Kader nicht vielleicht doch größer sind. Also nachdem sich ja viele Trainer beschwert haben, dass diese 23-Mann-Kader, also drei Goalies plus 20 Feldspieler, klein sind und auch kleiner sind, als es zum Beispiel beim letzten Mal war, als 2021 war. Das wäre dann was, wo der ein oder andere vielleicht Bundesligaspieler profitieren könnte. Aber da rechne ich eher mit Matthias Seidel, wenn wir bei Rapid bleiben, als mit Marco Krühl, der vielleicht den Cut in einem 23-Mann-Kader nicht schaffen könnte, der aber bei einem 26-Mann-Kader dann wahrscheinlich sehr gute Chancen hätte. Aber der 23-Mann-Kader ist fix, da wird jetzt nichts mehr ändern für die Euro, oder? Es können mehr werden. Es können auch noch mehr. Es können schon noch, kann durchaus sein, dass die UEFA jetzt noch entscheidet, es gibt jetzt einen Workshop. Würde ich begrüßen. Ja, würde ich auch so sehen in Zeiten von 5 Auswechslungen. Korrekt, eben, deswegen. Ist, glaube ich, 26-Mann-Kader schon durchaus angebracht. Aber, also ich bleibe dabei, Marco Krühl muss zu Euro. Ich meine, er hat einen Fehler gemacht. Ja, er hat sich entschuldigt. Kaufe ich ihm das ab? Ja. Auch diese Entschuldigung kaufe ich ihm ab. Und ich glaube, man kann ihn in dieser Form nicht nominieren für die Euro. Er ist jetzt ein Torschützenlistenführender. Mhm. Der unfassbare Jahr 2024 hinter sich. Es ist die Europameisterschaft in Deutschland, wo er dann ab dem Sommer auch auf Torjagd geht bei Werder Bremen. Also von dem her, da passt schon sehr viel zusammen, finde ich. Passt sehr viel zusammen, aber du hast halt gerade auf dieser Position kann man schon die ein oder andere Überlegung auch anstellen. Ja. Zum Beispiel Alex Brass, der das letzte Mal auch dabei war, hätte halt den Vorteil, dass ihn Rangnick sich auch als Außenverteidiger vorstellen kann. Das wird Krühl eher nicht spielen. Ja. Also es sind ein paar kaderarithmetische Überlegungen. Wenn Kai Havertz Linksverteidiger in Deutschland spielen kann, dann auch kann auch Marco Krühl. Wie oft hat er das denn gespielt? Einmal. Ja, okay. Nein, bin ich gespannt, aber ich sehe Marco Krühl auch bei der Euro. Abschließendes Thema, Harald, der harte Cut zu dir in die Quali-Gruppe. In die Quali-Gruppe, ja. Es geht um die Wiener Austria. Es ist eher ein Fact. Die Veilchen sehen rot. So problematisch es um die Finanzen der Wiener Austria auch steht, die Mannschaftskasse muss prall gefüllt sein, denn dort wird in dieser Saison von diversen Rotsündern fleißig eingezahlt. 8 Ausschlüsse hatten die Veilchen in der laufenden Bundesliga-Saison schon zu verzeichnen. So böse waren die Violetten seit über 20 Jahren nicht mehr. So, ist es jetzt übertriebene Härte, übertriebene Aggression bei der Wiener Austria oder Dummheit? Das ist eine Mischung aus allem. Ja. 8 Ausschlüsse plus einmal Europacup. Da war es Aco Jokic, da war es Dummheit gegen Legia, als Einwechselspieler da am Schluss rot zu sehen. In der Liga 2-mal Marvin Martins glattrot, 2-mal Lucas Galvao gelbrot, 1-mal glattrot Matthias Braunöder und Romeo Vucic, 1-mal gelbrot James Holland und jetzt Moritz Wels am Wochenende. Schönes Startelfdebüt, das nach einer Viertelstunde
in der Kabine geendet hat. Ja, das ist schon, das ist, ja, da tut er mir auch leid. Es also war ganz ehrlich, also das sehr unglücklich. Ja. Also ich habe mir die Highlights immer angeschaut. Erstes Foul, ja klar, gelb. Zweites Foul, ja, kann man auch mit gelb an. Das Bittere ist nur dabei, bei seinem Tackling ist er davor schon ein bisschen weggerutscht und dadurch hat er den Spieler ja auch erst getroffen. Ja. Watcher der Geschichte passiert halt, aber für mich schon in Ordnung, da zweimal gelb zu zücken. So, aber ich meine, jetzt schauen wir aber die ganze Situation von Moritz Welsmann an. Du wechselst von Sturm zu Austria, wirst beim SV Stripfingen geparkt, spielst eine gute Rolle in Stripfingen, wirst wieder zu Austria gezogen, gibst dein Startelfdebüt, gehst mit Gelb-Rot runter. Was macht das mit Moritz Wels? Mit der Psyche? Ja, es ist sicher nicht einfach. Ja. Also man hat schon gemerkt, dass direkt nach Spielende war er dann auch am Feld, bei dem obligatorischen Mannschaftskreis. Da hat er dann schon wieder lachen können. Ich glaube, da hat er sich den einen oder anderen Schmäh dann auch anhören dürfen von den Kollegen. Aber man hat halt gemerkt, wie der runtergegangen ist, hat er mit den Trainern gekämpft. Ja. Mhm. Sehr fassungsloser Gesichtsausdruck. Ja. Das hat dann nach Trainer Michael Wimmer dann gesagt, er ist wie ein begossener Pudel in der Kabine gesessen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das sind halt Situationen, aus denen musst du halt dann zurückkommen. Ne? Mhm. Das macht halt dann letztendlich den Unterschied aus, ob du das halt schaffst oder nicht. Traue ihm zu, dass er zurückkommt, ja, aber ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Und trotzdem bleibt die Austria auf Platz 1 der Quali-Gruppe, denn der WRC hat ja auch nur 0-0 gegen Alltag gespielt. Generell viele torlose Remis. Ein paar Zahlen noch zu Rot. Letzte Saison Ried, genauso viele Ausschlüsse übrigens. 4+4, also viermal Gelb-Rot, viermal Rhein-Rot. 2021, 22, wer erinnert sich noch? Aus der Klagenfurt, einmal Gelb-Rot, 10-mal Glattrot. Ich glaube, Züge mit Schibasi, oder? Also mindestens 5, glaube ich, abgestaubt, oder? In dem Jahrtausend der FC Wacker Innsbruck 2013-14 mit 4-mal Gelb-Rot und 8-mal Rot. Mhm. Bumm. Die böseste Mannschaft. Ja, da gab es ja, aber auch noch 36 Runden. Ja. Und die Austria übertrifft somit erstmals ihre Top-Marke in dem Jahrtausend aufgestellt in der Saison 2000-2001 mit 4-mal Gelb-Rot, 6-mal Rot, 2-mal Rot, Martin Hieden, Michi Wagner 2 Ausschlüsse, Gernot Blasnegger 2 Ausschlüsse, Adam Ledwan, George Latoro, Manfred Schmidt und Mirza Varisanovic, je ein Ausschluss. Da waren schon ein paar Henker auch dabei, also dem her, ja. Die Austria hat aktuell von diesen 7 Partien sind es gewesen, wo Spieler runtergehen müssen, weil sie ja bei diesem Derby damals 2 runter mussten, nur 3 verloren von 7 Spielen. Also vielleicht in Unterzahl sogar ein gutes Omen und eine Taktik von Wimmer, um die Mannschaft so einzustellen. Und die Mannschaft stellt sich halt dann auch leichter auf. Besser, ja. Das stimmt natürlich auch. Du, wir machen mir eigentlich mehr Sorgen um eine andere Austria, wenn wir auf die Tabelle in der Quali-Gruppe schauen, Austria-Lustenau, verloren gegen die WSG Tirol. Mhm. Dein Take war, beziehungsweise dein Hot-Take war, dass die Austria-Lustenau noch den Klassenerhalt schafft. Jetzt sind es 5 Punkte hinter WSG, hinter Blau-Weiß, hinter Altach. Ich meine, die spielen alle nur Remis, von dem her musst du mir 5 Punkte aufholen. Ich habe gesagt, bei Salzburg und Sturm sind es ja auch 5 Punkte und da ist auch noch alles offen. Warum sollte ich jetzt sagen, bei Lustenau, die werden die 5 Punkte nicht mehr schaffen? Weil denen fehlen dann auch noch 5 Punkte und ich sagte, das haut schon noch hin. Also ich bleibe dabei, Austria-Lustenau wird nicht absteigen. Trotz jetzt dieser schon sehr bitteren Niederlage eben daheim. Andererseits, die Remis helfen mir. Wenn alle anderen Remis spielen und du gewinnst da und bist relativ schnell da. Ja, aber vielleicht bist du ja du bist immer ein Teil dieser ganzen Remis-Orgie. Also von dem her, ich bin mir nicht sicher, ob man damit dann den Abstand auf Blau-Weiß, WSG oder Alltag noch verringern kann. Für mich ist es eher auch die Frage, muss Andi Herder vielleicht dann doch einen anderen Fußball an den Tag legen? Weil wenn ich mir da immer die Expected Goals und die Ballbesitzwerte anschaue, dann schaut das jetzt nicht nach Aufbäumen auf im Abstiegskampf, sondern eher abwarten, schauen wir, ob wir unsere Chance kriegen. Hat sich schon ein paar Mal bewährt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann am Ende, ob die Rechnung aufgeht. Ich glaube nicht, dass Andi Herr auf sein Konzept Fußball zu spielen jetzt auf einmal über den Haufen wirft und etwas ganz Neues aus dem Hut zaubert. Das wird sich, generell nicht ausgehen. Ja. Ja, aber natürlich, ja, jetzt irgendwann müssen sie halt gewinnen. Natürlich. Ja. Und wäre nicht schlecht. Ja. Bin gespannt, was er wie die nächsten Wochen angeht. Jetzt spielen sie mal Austria-Lustenau in Liga 2, sagst du, wie es ist. Jetzt spielen sie mal bei der
bei der Austria die nächste Runde, also beim Quali-Gruppen-Tabellenführer. Ja, Underdog. Diese Underdog-Rolle fühlen sie sich vielleicht besser. Sich gegen 10 Austrianer schlagen werden. Ich bin gespannt, wie sie dort auftreten. Die Hoffnung der Austria war ja durchaus, dass sie, sollten sie dieses Spiel gegen WSG verlieren, was sich jetzt bewahrheitet hat, dann vielleicht schon ein bisschen offensiver auftreten, weil sie halt einmal eine Partie auch gewinnen sollten. Das wäre nicht schlecht. Die Zukunft wird auf jeden Fall die Antworten mit sich bringen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit First Pick. Sag nicht gerne was, aber... Das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter. Arme Junge. Sowas geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken. Verstehe ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber über die 90 Minuten gesehen war... Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen, obwohl... Mit welchen Schiedsrichter? Obwohl immer jemand daneben stand. Mit welchen? Linienrichter oder Schiedsrichter. Das ist für mich respektlos. War das für mich eine richtig schlechte Leistung. Aus. Schnitzel mit Pommes. Was ist die legendärste Cup-Sensation im österreichischen Fußball? Diese Frage beantworten wir heute gemeinsam mit unserer Community bei First Pick. Und Patrick, ich würde vorschlagen, du hast den Vortritt als Jüngster. Was pickst du? Als Jüngster darf ich beginnen, deswegen auch für mich die jüngste Cup-Sensation, die größte aller Zeiten. Und zwar der wilde Ritt des FC Pasching. Vom Losglück blieb Pasching 2012-13 damals verschont. Am Weg zum sensationellen Cup-Gewinn räumte der damalige Regionalligist neben Rapid auch Salzburg jeweils auswärts aus dem Weg. Im Finale musste dann auch noch die Wiener Austria dran glauben. Verrückt. War damals im Stadion bei Rapid gegen Pasching das... Mhm. 0-1, da reibe ich mir heute noch die Augen. Ich glaube, das ist den Austrianern im Finale ähnlich gegangen. Eben, ja. Daniel Sobkova, der Goldtorschütze. Richtig, ja. Die Austria davor schon ganz gut den Meisterschaft gefeiert gehabt. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen die Problematik, oder? Dass Restfett Cup-Finale angegangen ist. Ja, Restfett nicht, aber vielleicht war, sicher oder gefühlt. Fett. Vielleicht war der Hunger nicht mehr so groß, wie er sein hätte sollen. Aber soll natürlich die Leistung von Pasching nicht schmälern, weil, wie du eh schon gesagt hast, sie haben ja in den Runden davor auch schon große Nummern weggeräumt. Und wenn man sich heute so die Mannschaft ansieht, wer da alles gekickt hat mit Marco Berchtold, mit Daniel Sobkova, Philipp Schobesberger, Thomas Krammer, das war schon auch eine sehr, sehr starke Regionalliga-Mannschaft, weil es war zugleich Kooperationsverein von Red Bull Salzburg. Mhm. Deswegen ist es ja irgendwie so auch bittersüß für Salzburg, dass sie dann zu Hause gegen eigentlich den Kooperationsverein Paschingen mit 1-2, glaube ich, was sie dem verloren haben. Unglaubliche Geschichte. Vor allem, was mich eben so beeindruckt, ist wirklich dieser Weg zu diesem Cup-Triumph. Die haben ja nicht, wie jetzt zum Beispiel Rapid das Losglück hat, dass sie ins Finale kommen könnte, ohne einen einzigen Bundesligist rauszuwerfen. Und Pasching macht es einfach auswärts bei Rapid, auswärts bei Salzburg und dann halt eben noch im Finale gegen die Austria. Also für mich ist das einfach die größte Cup-Sensation. Haben auch ganz viele User von uns gepickt, die Sensation von Pasching. Zum Beispiel auch Manuel Stessel hat geschrieben, das mit Pasching war schon klasse, aber als Klagenfurter ist für mich der Sieg des FC Kärnten die Nummer 1. Darf man nicht vergessen, rund um die Jahrtausendwende, FC Kärnten als Zweitligameister haben sie den Cup-Titel geholt im Finale gegen FC Tirol oder Wacker. Ich glaube Wacker damals. War schon Wacker, oder? Na ja. Hier war doch Wacker Tirol. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Glaube. War nicht mehr FC Tirol Milch Innsbruck. Auch Riesensensation, sicherlich auch die Titel vom SV Stockerau rund um die 90er Jahre gegen Rapid. Wer sagte, dass ich das nicht gepickt habe? Also Entschuldigung, ja, ich würde ein paar User da jetzt noch picken. Entschuldigung. Jetzt muss was anderes nehmen. Ja, also schau, es tut mir leid, aber es gibt ja schon so ein paar große Cup-Sensationen. Vielleicht hast du eine, vielleicht nicht. Dann mach du weiter. Dann machen wir nachher. Ich würde jetzt mal die User einstreuen, aber gut, wenn du dir da vordrängen willst, dann bitte. Harald. Vielleicht hast du ja auch irgendwas Spannendes. Ja. Okay. Mein First Pick der größten Cup-Sensation ist ein Trainer und keine Mannschaft, nämlich Gerald Baumgartner. Wir haben schon über Patrick hat schon angesprochen. In der Saison 2012-2013 gewann der Salzburger Trainer mit Drittligist FC Pasching sensationell den Cup gegen Meister Austria Wien. In der Saison darauf führte er den Zweitligisten SK St. Pölten ins Cupfinale, das dann gegen Red Bull Salzburg verloren ging.
Und wiederum eine Saison später schafft es seine Wiener Austria ins Cupfinale gegen Salzburg. Baumgartner war zu diesem Zeitpunkt aber schon von Andi Ogris abgelöst worden. Baumgartners Cup-Bilanz: 29 Spiele, 25 Siege. Das ist wild. Das ist wild. Das ist wild. Ich hab Gerhard Baumgartner komplett vergessen, dass der mal bei der Austria war. Dass er natürlich von Adi Ogris abgelöst wird, finde ich auch noch vogelwild. Aber natürlich geil, ja, stimmt. Also unfassbare der Statistik. Baumgartner hat dann mit Mattersburg noch einmal ins Halbfinale geschafft. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Was macht Gerhard Baumgartner eigentlich momentan? Ausgeölt, sportlicher Leiter, Sportdirektor oder so. In der Oberösterreich-Liga, oder? Ja. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, der wird nie aufsteigen, oder? Das ist immer der Verein, die gerne aufmagazinieren von Spielern her. Und da denkst du, okay, du musst eigentlich aufsteigen. Und dann, nein, aufsteigen werden wir aber nicht. Aber gut, nein, absoluter Cup-Spezialist. Ja. Und mal schauen, vielleicht stimmt er auch mit Öd ins Cup-Finale. Ja. Wieso nicht, eigentlich? Ja. Wenn es einen Stocker rausschafft, wenn es... Die Rolle des Underdogs hat ihm sehr getaugt. Also bist du gescheit, mit einem Drittligisten eben zu gewinnen, einen Zweitligisten ins Finale zu führen. Mhm. Die Austria auch ins Finale führen, ist zwar eh Bundesligist, aber trotzdem macht das einmal. Ja. Wow. Vielleicht kann man den als Cup-Trainer einfach engagieren. Ja. Nur für die Cup-Spieler. Ja, also, ja, stimmt eigentlich. Ja, im Football gibt es auch für jeden Bereich einen eigenen Trainer. Also kannst du für den Cup-Bereich auch vielleicht deine eigene Mannschaft auch zusammenstellen, oder? Eine eigene Mannschaft nur für den Cup. Dann mache ich gleich weiter mit meinem Pick, nämlich scinterwetten.com gegen Austria Wien im ÖFB Cup Achtelfinale 2002. Das ist in mehrerlei Hinsichten skurril, denn einerseits konnte zu jener Zeit ein Verein scinterwetten.com heißen und andererseits waren die unter Siebenbrunner damals der Kooperationsverein der Veilchen. Der Standard titelte damals: ein unkooperativer Kooperationspartner siegte in Wien 3-2. Magic Eigen war damals sogar Torschütze beim scinterwetten.com. Kann mich noch gut daran erinnern, Peter Svetzit war not amused. Ich nach dieser Niederlage. Hat getobt, ja. Aber ja, ist nicht so gut angekommen in Wien-Favoriten, dieses Ergebnis. Ich meine, das war aber schon eine sehr enge Partnerschaft, glaube ich. Also sicherlich nicht so eng wie die Partnerschaft Salzburg-Pasching. Also, da wird es, glaube ich, Salzburg-Liefering, sagst du. Nein, es war schon, ja. Nein, das war schon eine enge Partnerschaft, Interwetten.com mit, ja. Also scinterwetten.com, ja. mit der Austria. So wie Stripfing heute. Ja, stimmt. Das würde Stripfing zum Beispiel die Austria jetzt rauskickeln im Cup. Lustig, die wollten mal in Untersimbrunn spielen, gell? Ja, und da schließt sich dann auch irgendwo der Kreis, oder? Gibt es Interwetten noch? Interwetten gibt es natürlich noch, den Sportwettanbieter. Ja, stimmt. Den gibt es noch, aber SC unter Simbrunn gibt es, glaube ich, nicht mehr. Oder zumindest jetzt einmal vor ein paar Jahren. Wer hätte gedacht, dass der Sponsor den Verein überlebt, gell? Ja. ist eben immer auch die Frage, was betitelt man als Cup-Sensation. Klar sind so die ganz großen Würfe wie Pasching, Stockerau oder auch Krems. 1988 hat zum Beispiel auch der Helmut Paul angeführt, ein User hat geschrieben, als der Kremser SC 1988 das Tiroler Star-Ensemble vor rund 9000 Zuschauern im Kremser Stadion, das nur für 7000 Zuschauer zugelassen war, mit 2-0 niederrang. Darf man auch nicht vergessen, zu jener Zeit Hin- und Rückspiel. Also, dass sich da dann auch noch der Underdog durchsetzt, das ist ja eigentlich noch viel bemerkenswerter. Hat Krems oder Stockerau, hat nicht irgendwer von denen dann gegen Tottenham gespielt, sogar in der Stockerau. Stockerau. Genau. Natürlich auch geil, oder? Wild. Zweitligist steigst du auf. Heute spielst Conference League Quali gegen irgendwelche Rumänen und kriegst eine Packung. Kriegst eine Packung, danke wieder. Pasching hatte damals, glaube ich, Europa League Quali Estoril aus Portugal, glaube ich. Ja. Die haben da gegen die Portugiesen dann verloren. Aber ist immer semi-geil. Eben, deswegen im Vergleich zu Tottenham. Kommen dann 500 Leute, super. Nee, das ist ja das Problem. aber dann gibt es natürlich schon auch immer diese speziellen Cup. Ich würde jetzt nicht Nächte sagen, sondern eher Nachmittage, die natürlich auch in Erinnerung geblieben sind, hat auch der Alois Lolo Hemetsberger erwähnt. Ranshofen damals gegen Rapid,
gewann, glaube ich, als Viertligist gegen Rapid im Elfmeterschießen. Auch Kottingbrunn hat Rapid damals auch mal bezwungen. Ein Erwin Kammergrabner hat ein Spiel aus dem Jahr 1978 nochmal hervorgehoben. Vorwärts Steyr, damals erste Landesliga gegen Austria Wien, kurz davor im Europacup-Finale und gespickt mit Córdoba-Stars mit 3:1 bezwungen. Oder auch, das habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, Richard Koller hat erwähnt, Sturm Graz gegen SV Wien Passing. Das war zwar leider die Endstation für Wien Passing, aber davor hat man den BRC mit Heimo Pfeifenberger als Trainer und Blau-Weiß Linz in unserer Leiterarena eliminiert. Das ist gar nicht so lange her. Wien Passing habe ich aber nicht mehr am Schirm. Wenn ich das Ganze jetzt von dir so Revue passieren lasse, haben sich die Wiener Vereine ordentlich angeschüttet in den letzten Jahrzehnten. Der SK Rapid ist seit ein paar Jahren nicht so erfolgreich, glaube ich, im Cup. 1995, mein Geburtsjahr, ja, wo die den Cup-Titel das letzte Mal gestemmt haben, da war ich noch im Bauch von der Mama. Ja. Also, ja, unter 30er kommt bei mir auch schon immer näher. Ja, also. Bei mir auch. Aber was man da trotzdem auch natürlich noch erwähnen muss, ich finde, erste Cup-Saison der Red Bull-Ära in Salzburg, da hat man in der ersten Runde hat man so gerade noch die Wiener mit 3:2 bezwungen, in der zweiten Runde gegen die Austria Amateure gespielt und da war Schluss. Hat Christoph Saurer das entscheidende Tor erzielt. Die haben zweimal gegen die Austria Amateure, genau, sogar sind sie ausgeschieden. Ja, das habe ich mir auch 3 Jahre später. 2008 sogar auch, da haben die Amateure 2:1 in Salzburg gewonnen. Also der Cup und Salzburg war zu den Anfangszeiten absolut keine Liebesbeziehung. Überhaupt K.O.-Spieler, ne? Ja. Mhm. Wollen wir wieder schwierig. Die Amateurvereine eigentlich dabei haben im Cup? Da waren schon ein paar witzige Geschichten dabei. War nicht mal Rapid 2 oder die Austria Amateure im Viertelfinale oder Halbfinale? Nein, die Austria Amateure, als sie Salzburg rausgehauen haben und haben dann, glaube ich, sogar gegen Rapid Profis gespielt. Die Rapid Amateure gegen Rapid Profis? Nein, die Austria Amateure gegen die Rapid Profis, nachdem sie Salzburg rausgehauen. Ich bilde mir sogar ein, dass einmal Rapid gegen die Rapid Amateure gespielt hat, oder? Ja, Rapid. Gegen die Rapid-Amateure? Ich bilde mir ein, das gab es auch vor ein paar Jahren mal. Ja, es hat schon Gründe gegeben, warum die Amateure-Teams nicht mehr mitspielen. Ja, warum spielt eigentlich der FC Liefering nicht mit? Weil sie als Gentleman's Agreement sich nicht melden. Was? Nicht melden für den Cup. Was heißt, warum gibt es einen Gentleman's Agreement? Muss der SV Stripping auch einen Gentleman's Agreement unterschreiben? Oder dass man sagt, okay, ich spiele nicht im Cup mit? Wieso? Ist eigenständiger Verein? Ja. Vielleicht haben sie einfach keinen Bock, weil sie eh genug Youth League spielen. Fluch oder Segen? Ich sag's nur nochmal. So, wir machen einen Schlussstrich unter Episode 7 der Answer-Konferenz mit einer Cross-Promotion. Bitte schaut euch auch die Zwarer-Konferenz an. Gönnt euch Episode 90. Schenkt uns 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Ein Follow oder auch ein Like. Folgt Harald Brandl und Patrick Gstettner auf Instagram, auf Threads, auf Twitter. Mir auch auf Twitter. Folgt Johannes Christofitsch auf der Straße. Und auf OnlyFans. OnlyFans für 20 Euro im Monat bekommt ihr Einblicke in mein Leben. Wurscht, wir sind nächste Woche wieder zurück bei der Answer-Konferenz. Bis dorthin, macht's gut. Ciao. Ciao. Servus. Wie warst du zufrieden mit ihm? Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen. Es sind ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und... Was soll ich jetzt auch sagen? Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt... Aus. Ende.